Einen wundervollen, bezaubernden und absolut göttlichen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Maxim Markov. Heute gibt es einen Ersteindruck von The Last Case of Benedict Fox. Dieses Game, Leute, ist absolut fantastisch. Es ist sehr schwer. Es kann sein, dass ich jetzt das Game hier aufnehme, euch das Spiel schmackhaft mache und wir nichts erreichen. Das kann sein. Ne? Was ist das für ein Game? Dieses Spiel ist ein wundervolles Rätselspiel. Ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt und jetzt kommt etwas, was schon turbogeil ist. Na, wir sind quasi Benedict Fox, ein Detektiv. Und wir sind im Hause unseres Vaters, denn der ist tot. Und wir klären diesen Mord auf. Was ist denn da los? Das hier ist der Loadscreen. Das ist ein Loadscreen, wo ich gucken kann und das ist halt so geil gemacht, dass der Loadscreen sich immer mehr erweitert. Wir sind ja Detektiv, das heißt, wir machen uns Notizen. Je mehr also passiert, desto mehr ist auf unserem Loadscreen zu sehen. Und man kombiniert das Wissen, was man bisher bekommen hat, miteinander. Das ist jetzt auf Englisch. Ich habe das Spiel jetzt auf Deutsch aber gestellt. Das heißt, es ist Englisch, aber deutsche Untertitel. Hier nicht, den Loadscreen, das können Sie auch auf Englisch lassen. Na, ist jetzt gar nicht so schlimm. Und das sind alle Fortschritte, die wir quasi schon gemacht haben. Dinge, die wir entdeckt haben. Na, das ist so ein kleines bisschen das Ding. Na, was ist also los? Wir versuchen natürlich auch ein bisschen was über uns selber rauszukriegen. Wir sind jetzt hier so ein bisschen im Limbus. Da gehen wir mal raus. Nicht jeder kommt mit dem Limbus klar. Na, es ist ein bisschen kompliziert. Das Spiel beginnt also nach einem verfolgungslastigen Intro, so will ich es mal nennen, wo einem Game Mechanics beigebracht werden. Das Ganze auch wieder sehr schön. Das ist ein sehr gutes Tutorial. Ich bin ein großer Freund von, denn Boomer will natürlich auch gut eingeführt werden. So, was passiert also? Wir gehen in dieses Haus rein und finden Hinweise. Okay, wir finden Hinweise, was hier so passiert ist. Es ist eine wilde Mischung aus so Buffermans Fluch und dann diese komische Crazy Menschen da, wo du mit vier Kindern irgendwie reingehst und dann so Sachen miteinander kombinieren musst, damit sich Türen öffnen. Damit das Spiel quasi weitergeht. Und das ist so wild. Okay, einem Detektiv-Rätselspiel. Kombiniert mit einem Metroidvania. Mit einem Kampfsystem parieren gibt es natürlich. Das ist übrigens großer Bonus, by the way. Der erste Move, den das Game einem gibt, den das Game einem beibringt, ist Parry. Das ist der erste Move vorm Laufen. Genial. Absolut Genius. Das bedeutet, wir haben hier so einen Typen, der uns die ganze Zeit hilft. Bin mir nicht ganz sicher, wer irgendwie das ist, aber der hilft mir quasi. Wir können hier mit einigen Sachen interagieren, ne, so mit dem Radio. Der ist quasi auch ein Laden. Wir haben ja auch Flasks und können trinken, können HP verlieren und so weiter. Der hilft uns da so ein bisschen und hilft uns auch storymäßig. Und wir versuchen quasi, diesen Fall zu lösen. Und wir kriegen quasi immer neue Dinge, die wir einsammeln. Guckt uns unsere Tasche an. Alter, unsere Tasche ist voller Scheiße. Ne, es ist der wildeste Shit drin. Ne? Das bedeutet, Entschuldigung, wir haben quasi Material, was in irgendeiner Form für uns da ist. Ne? Das ist unsere Flask. Dann haben wir noch so zwei Spells. Dann haben wir hier 5 Billiarden Aufgaben. Also Dinge, die man, ein toter Vogel einfach so. Ne, das bedeutet, und Babystrampler. Ne, und dann haben wir hier so ein Medaillon, was sich nach und nach zusammensetzt. Also die wildesten Dinge finden wir auf den Boden. 1000 Unterlagen müssen wir versuchen, miteinander zu kombinieren. Und natürlich, so wie es sich gehört, Schlüssel. Die Türen öffnen. I guess. I hope. Ne, also, und natürlich ein Bajonett. Und unsere Fernkampfwaffe mehr oder weniger. Wir haben hier natürlich die Grundlagen. Wir können hier ein paar Dinge nachgucken, die wir in irgendeiner Form schon gelernt haben oder die wir quasi neu freischalten. Dann können wir noch die Dialoge und so weiter angucken. Dann haben wir hier Aufgaben. Also es ist übel viel und es spielt sich halt sehr lustig, weil ihr zwischendurch fightet und dann aber Rätselquatsch macht. Ganz lustigen, ganz weirden Rätselquatsch, der aber dann natürlich entsprechend auch die Story voranbringt. Dazu möchte ich noch nicht so viel sagen. Wir werden natürlich hier entsprechend viele Sachen noch erleben. Da haben wir ein solches Rätsel. Das ist wieder so eine wilde Tür. Und das können wir noch nicht. Das ist eine Kogai-Tür.
Die funktioniert noch nicht so richtig, diese Kogai-Tür. Ihr werdet später noch sehen, was wir machen können. Wir sind ja ein Detektiv. So. Genau, wir haben jetzt hier noch eine Tür. Das ist zum Beispiel etwas Neues. Also, Tür mit Drehringschloss. Wir finden also Gegenstände, die wir benutzen müssen. Und dann seht ihr schon, dass ich hier so ein paar Dinge rumdrehen kann. Was natürlich krass ist. Na, das bedeutet, ich kann auch immer wieder mein Notizbuch schauen und dann gucken, okay, was hat es hier auf sich? Was passiert hier eigentlich gerade? So, das heißt, ich kann hier auf Anwenden drücken und wenn ich hier auf Anwenden drücke, seht ihr schon, dass sich diese Form ständig verändert. Und die Frage ist, kommt da immer wieder eine neue Form? Und ich bin mir noch nicht sicher, was das Ganze macht. Ah, weiß ich noch nicht. Das wird doch einfach so hingeklatscht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass dieses Symbol zu einem Chiffresystem gehört. Na, ich könnte jetzt quasi rauskriegen, was das hier für Jahreszahlen sind. Na, wir haben auch hier so ein tolles Notizbuch, was wir umblättern können und sowas. Das heißt, das Ding ist eine 5700. Nee, 8700 steht da, Entschuldigung. 8000. 700. 8700, eine Sekunde. Oh, das ist aber eine wilde Zahl. 8712. 8712, das ist da oben. Seht ihr? Ganz oben ist das. So, das sind quasi so Rätsel, die man hier mit diesem Chiffre-Gerät dann irgendwann beherrscht tatsächlich. So, das heißt, wir drehen hier auf 8712. Boom. Gelöst. So, eine Sekunde, jetzt können wir das nächste drehen. So, das heißt, ich hole jetzt mein Notizbuch raus. Jetzt haben wir eine 8400. Ja, 8427. Wir gehen also zurück. 8427, da ist es. Boom, und jetzt sind wir beim letzten Ring. Wir holen unser Notizbuch raus. Das ist eine 5.800. Eine 5.897. Boom. Das hat gedauert, ehe ich das begriffen habe. Sehr lang, actually. Aber dieses lange müsst ihr, das ist nicht schlimm. So, was haben wir jetzt gefunden? Jetzt haben wir hier ein Buch der Schatten gefunden. Manchmal gibt es ja auch extra Symbole. Da gibt es natürlich noch so ein bisschen Geschichte dazu. Dann haben wir diese goldene Scheiße da oben bekommen. Das ist eine Währung, da kann man einkaufen, da kann man seine Sachen verbessern. So, Doppelsprung können wir nicht, aber wir haben da oben einen extra Raum entdeckt. Und noch ein Gespräch hier, I guess. Well, I'll be damned. It looks exactly like the one you sold me 10, 15 years ago. Now I simply must inquire you. Did you scan me back then? Or So. are you trying Ist to jetzt ein right bisschen leise now? gerade, ne? Ich mache mal ein ganz kleines bisschen laut. Ich habe irgendwie Angst, dass das Ding durchdreht. Mit der Lautstärke wieder. Das ist mir sehr peinlich. So, jetzt hat er natürlich noch seinen entsprechenden Kommentar abgegeben. Und solche Clues, solche kleinen Momente im Spiel passieren sehr, sehr häufig. Und manchmal ist es in Anführungszeichen was Sinnvolles, wo wir das Gefühl haben, yo, das hat jetzt etwas gebracht. Und manchmal ist man hier in so einem Raum hier zum Beispiel und es passiert nichts.
Und ich habe überhaupt keine Ahnung. Also es gibt natürlich immer so grobe Hinweise. Können hier nochmal teleportieren. Genau, hier sind wir jetzt quasi nochmal eine Etage hochgegangen. Haben hier so ein Schachspiel. Aber wir haben noch keine Figuren. Na, das wird wahrscheinlich dann später noch etwas Sinnvolles sein. Dass wir dann entsprechend mit den Figuren auch was machen können. So, und dann gibt es hier noch ein Klavier. Da habe ich schon das Rätsel gelöst. Ja, da kann man hier mit den Controllern spielen. Das kann ich jetzt natürlich nicht. Aber es ist auch kein Rätsel. Also dieses Symbol da war ein Rätsel. Das habe ich schon gelöst. Also davon gehe ich mal aus. Zumindest hat sich hier dann etwas, der Dachboden quasi geöffnet. Also bin ich da schon sehr, sehr erfolgreich. Naja, und das Problem ist an dem Spiel, dass ich da an einigen Stellen turbo-stuckt bin. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr seht das Haus und es ist ja ein Mord passiert. Und jetzt kommen wir quasi zu dem wilden Teil des Spiels. Ihr seht da Blut. Was ist da los? Was ist da los? Und dann findet ihr eine Leiche. Und das ist die Leiche von meinem Vater tatsächlich. Und in uns drinne, ich habe jetzt vorhin schon mal aufgenommen, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht doppelt und dreifach alles. In uns drinne ist ein Monster. Ein weirdes. Das ist aber mit uns symbiotisch und andere kriegen das auch mit. Das ist auch so ein Raum, den ihr dann später freischaltet. Das heißt, mein Vater hat hier irgendeinen wilden Scheiß gemacht. Er hat hier so einen Golem rumliegen, den wir versuchen anscheinend zum Leben zu erwecken. Was noch nicht so, also wo wir jetzt noch Teile brauchen. Und wenn ihr das Spiel zum ersten Mal spielt, macht ihr Folgendes. Ihr könnt mit dieser Leiche interagieren. Das zeige ich euch jetzt an einer anderen Leiche, weil ich da hin muss. Na, das bedeutet, ihr findet hier zwei Leichen in dem Spiel. Also, weiß, vielleicht auch mehr. Aber findet es easy zwei Leichen. Den Vater und dann die Frau. Der Vater war schon tot, die Frau war erhangen. Und dann habt ihr eine Spielmechanik in dem Spiel, wo ihr in den Limbus, ups, des Mannes, der Frau, wem auch immer, quasi eindringt. Und dort quasi in deren Mind, in deren Psyche seid. Also hier sieht doch alles super krass krank aus. Es ist sehr wild. Ich weiß auch hier noch nicht alles, muss ich sagen. Also ich werde jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen rumirren, rumstolpern. Ich versuche das Beste draus zu machen, weil ich viele Dinge noch nicht begreife. Zum Beispiel das Ding. Was ist das hier? Ich kann das nicht angucken. Ich kann es irgendwie integrieren. Das ist zum Beispiel, ich kann jetzt hier so eine Welle aussenden. Aber ich muss quasi diese Jahres, also das Symbol, was ihr da seht, das müsste ich, wenn dann, nachkonstruieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das kann. Ich meine, was könnte das sein? Könnte das das sein? Nicht wirklich. Ich kann auch mein Notizbuch dazu rausmachen. Und das ist zum Beispiel so ein Rätsel, was ich noch nicht verstehe. Weil ich kann diese Form nicht nachmachen. Es sieht so aus wie das Ding unten. Und vielleicht kann ich auch hier. Ups, Entschuldigung. Vielleicht kann ich auch das hier einfach mal nichts machen. Aber es scheint es auch nicht zu sein. Also normalerweise aktiviert sich das dann instant und es ist sofort richtig. Ich kann bloß nicht sagen, was es ist. Man kann auch Buchstaben machen. Aber da brauche ich so ein Special-Ding. Und ich sehe dieses Schräge da nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ich erkenne es nicht. Oder ich wüsste nicht, was es ist. Wir können halt nochmal das hier vielleicht nehmen. Aber das sieht schon nicht, also sieht nicht gut aus. Da würde ich mich auch verarscht fühlen, wenn das jetzt ein Treffer wäre. Nee, so. Also vielleicht noch so.
Bisher waren nämlich die anderen Symbole sehr genau. Das sah nicht schlimmer aus, die anderen. Vielleicht könnt ihr mir das gerne beantworten. Auf jeden Fall gibt es da noch mehrere dieser Stellen. Und das sieht schon so aus, als wenn ich da genug eigentlich machen kann. Vielleicht muss ich auch hier die Umgebung lesen. Ne? Vielleicht ist das hier auch eine römische Zahl. Seht ihr? Da ist eine 2. Und es sieht aus wie eine 4, oder? Also ist das... Was ist es? Aber 2, 4 gibt es ja nicht römisch. Wir müssten dann ja x'en. Das ist eine 7. Könnte eine 7 sein? Aber die ist halt auch falsch rum dann. Oder 2, 1. 2, 4. Nur 2, 4. Also das... So etwas fällt mir noch schwer. Ups. Weil ich bin schon wieder gestorben. So, jetzt darf ich mich natürlich hier nicht fressen lassen. So, also ein bisschen Damage. Ja, aber ich hab's ja geschafft. Oder? War doch gut. So, sehr gut. Ich muss hier natürlich nichts davon machen. Ich kann ja auch so ein bisschen Double Jumpen. So, jetzt habe ich hier natürlich trotzdem noch ein paar Orte, wo ich so ein bisschen noch hin muss. Da versuchen wir auch hinzugehen. Also, es ist ein Rätselspiel. Es sagt dir wenig, was zu tun ist. Das Metroid-Element spielt sich ganz okay. Es ist nicht, es ist auf jeden Fall kein Combat-Focus. Wir haben gerade alles reloaded. Und die Ressourcen quasi alle nochmal aufgeladen. So, also hier zum Beispiel so kleinere Gegner sind halt die übelsten Opfer. Oh, das ist jetzt, glaube ich, sehr laut, ne? Fällt mir gerade schwer, hier das perfekt abzumischen. So, dann machen wir hier nochmal minus 11. So, der ist an einigen Stellen... Es gibt ja harte Sprünge, leider. So, ja, wir können da jetzt hoch. Ne? Aber das, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. So, wir wollen schon die Gegend da hinten untersuchen. Auf jeden Fall gefällt mir die Idee halt übelst gut. Also man muss schon genau hinschauen. Es gibt auch Bosse. Also einen Boss haben wir bis jetzt quasi gemacht. Der war auch nicht zu übersehen. Und je mehr wir quasi hier fighten, desto mehr schalten wir auch meiner Ansicht nach an sinnvollen Dingen frei. Ja, also es ist nicht so, dass ich mich hier super unwohl fühle. Da oben wirkt es so, als wenn ich da hin könnte, ne? Aber irgendwie, hier ist doch alles dicht. Ja, hier ist da keine... Oh, wait, what? Oh, jetzt hast du den da hochgeportet. Au. Au, das war nicht klug. Flucht. Flucht, nochmal Healing. Wir haben auch eine Planche-Tag. Die anscheinend one-tapped. Well, okay then. Das habe ich selber nicht gewusst. So. Aber der geht. Aber das scheint ja eine Lücke zu sein, ne? Aber so richtig funktioniert die Lücke nicht. Naja, ich darf jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen rumirren. Was mir sehr leid tut. Ich glaube, hier oben könnte ich es mal probieren. Ich muss ja noch so ein bisschen rumirren, weil ich viele Sachen noch nicht weiß. Ich kenne viele Sachen noch nicht. Na, bin ja quasi so am Erkunden. Kann aber bisher das Game an sich sehr gut empfehlen. Es ist wunderbar vertont, auch wenn ihr davon jetzt nicht viel mitbekommen habt. Na, ich verstehe das. Guck mal ganz kurz, ob hier ein Triple Jump geht. Ne, ihr könnt da nicht springen. Das wird wahrscheinlich eher ein Backtrack sein als alles andere. So. Schlitzen die hier natürlich auf. Ich glaube, wenn man Gegner einmal gemacht hat, die kommen ja immer wieder, wenn man sich restet. Aber sind dann nicht mehr zu farmen. Also wir kriegen keine Tinte mehr für die und so weiter. Okay. Ja. Ist die dort unterwegs? Das ist in Ordnung. Gehen wir hier weiter. Ja. Ich glaube, ganz oben könnte... Au! Excuse me. Okay, das war fies. Wow. Ah, der habe ich noch erwischt. Alter. Ich einfach dieses halbe Spielfeld runterfalle. Das ist natürlich unangenehm.
so. Ja, das hier will gelöst werden, ne? Das ist schon sehr, sehr puzzlig. Puzzlig, wuzzlig. Aha. Was ist da aufgegangen? Also ich höre was. Aber ich sehe nichts. Die Tür ist aufgegangen. Wow, wow, wow. Oha. Ja, der Sound haut rein. Okay, das hat funktioniert. Jetzt habe ich das da aufgemacht, ne? Oh. Wait, das ist gut. Au, das ist nicht gut. Alter! Wie unhöflich. Okay, der hat sofort zugeschlagen. Zack, pariert. So. Ja, jetzt habe ich irgendwo ganz anders aufgemacht, richtig? Wir gucken jetzt nochmal nach oben. Also das hier scheint ja turbonervig zu sein. Klettert der da nicht hoch? Ha! Nee, doch nicht. Doch! Ja! Gut. Neuer Bereich. Also es ist manchmal nicht leicht. Alter, ich kann nicht springen. Es ist ein Backtrack. Aber es darf keiner sein. Bitte nicht. Ich muss hier doch was Sinnvolles finden. Das sei nicht so. Au. Ah, ich hab keinen Schuss. No, bin so schlecht. Der Schuss war aber auch slow. Den habe ich perfekt, komplett gesuper parried. Ey, der lebt noch! So, okay. Aha. Noch ein Siegerring. Okay, okay. Und dann geht's hier runter. Okay, das war übelst gut. Wir bringen jetzt unsere Gegenstände, unsere Tinte zurück. Tinte kriegen wir quasi für Gegnerkills. Und dann gehen wir nochmal hier hin. Also das Rätsel habe ich ja tatsächlich gelöst. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, Leute. Ich bin ein bisschen sehr stolz auf mich. Ist für mich ungewohnt. Weil ich diesem Spiel, es ist so schwer. Ich spiele das übel gerne aktuell. Ich habe das heute gezockt, weil ich noch ein bisschen auf Jedi Survivor warten musste. Das Spiel hat sich einfach 12.000 Jahre gepatcht, was aber okay ist. Alles, was die Performance steigert, nehme ich sehr, sehr dankend an. So, und da drüben ist was, ne? Aber wie komme ich da rüber? Hey, da kann ich ja schon rüber. Ich muss nur... Nee, da war ein Hebel, war das. Das war ein Hebel. No, wait. Oh, das ist ja übel ungeil. Warte, wir gehen mal dahin. Jetzt habe ich mich da ja ausgesperrt. Das Shit. Halt, halt, halt. Ich bin ohne Aussperren. Alter, ich dachte, ich bin noch da unten. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Das ist doch fies, weil die Hits sind hier clean. Also wenn drei dich gleichzeitig angreifen, verlierst du doch drei Leben. Das ist nicht so, dass du kurz unverwundbar bist. So. Wir gehen erstmal hier. Das ist scheißegal, wohin wir uns porten. Das ist eh besser.
den normalen Teleport zu nehmen. Den freien Teleport. Dann habt ihr auch bessere Übersicht. Oder ich zumindest habe bessere Übersicht. So. Also. Nochmal. Nochmal in den Limbus von der Marie. Und dann gehen wir hier hin. So. Das wollte ich machen. Aber diesmal nicht sterben. So. Und dann gucken wir. Also wie gesagt, ich kann euch natürlich empfehlen, das Spiel von vorne zu spielen. Das macht auf jeden Fall Sinn, aber es ist natürlich knifflig. Also so etwas aufzunehmen ist für mich immer sehr, sehr anstrengend. Im Stream ist es noch verständnismäßig, wenn man da noch eine gewisse Interaktion hat. Und halt, ach, ich kann keinen Double Jump machen. Jetzt verstehe ich's. Nee, doch kann ich. Manchmal ist der Typ nicht da, der uns helfen soll. So. Manchmal ist der quasi nicht in Range, um uns beim Sprung nachzuhelfen. So, jetzt ist die Tür offen. Die Tür ist immer noch zu. Aber die könnten wir jetzt theoretisch aufmachen. Richtig? Richtig, die können wir aufmachen, wenn wir so machen. So, jetzt haben wir die Tür verschlossen. Das ist doof. Das ist doof. Das heißt, wir machen die an... Warte, wir machen das so. Weil wir kommen ja von unten nicht anders ran. Wir müssen jetzt quasi... Nee, nee, hör mal auf. Zweimal Karte drücken ist keine Empfehlung. Ich dachte immer, da kann man rausgehen. So, also, wir machen das jetzt auf. Dann helfen wir uns, unten aufzumachen. Ups. Au. So, dann müssen wir hier jetzt noch die Tür aufmachen. Boah, wo ist denn da der Hebel für? Hier unten geht's nicht. Oh, das war's schon hier. Muss ich jetzt noch einmal durch? Ich teste mal kurz. Ja, ich kann mich da nicht festhalten. Ah, wenn ich... Also, man weiß nicht immer sofort, ob man Double Jump hat. Das ist leider super anstrengend. Alter, was fliegt denn da hin? So, warte, wir haben jetzt das abgegeben. Das ist auch okay. Leute, ist ein Rätsel, konzentriert euch. So, da haben wir jetzt, das heißt, wir haben jetzt das gelöst. Ist da die Tür aber hier jetzt offen? Nee, die ist zu. Aber vielleicht können wir in diese Richtung gehen. Die ist auch zu. Sind beide zu. Wait a minute. Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Hier ist auch noch was. Aber da kann ich noch nicht hin. Okay, wir müssen das nochmal machen. Ich glaube, ich kriege das gelöst. Leute, jetzt müsst ihr auch mal ein bisschen an mich glauben. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich will ja noch mit meinen Kindern chillen. Ich muss aber arbeiten. Also das ist Arbeit. Ich weiß, das sieht nicht so aus. Aber das ist auch schwierig. Deswegen bin ich ja bei solchen Ersteindrücken bei Rätselgames ganz eklig. Na, wenn man dann nur sieht, wie ich ja nachdenke. Und dann wieder der Double Jump nicht geht. So. Also. Jetzt haben wir das hier offen. Das ist aber nicht gut. Das soll ja so sein. Wir müssen das hier links aufmachen. Ja, das war schwer. So, jetzt ist das hier offen. Nee, was ist jetzt offen? Wir müssen das, jetzt, das hier unten müssen wir jetzt aufmachen. Genau. Nee, das ist zu. Das ist jetzt offen? Oh, das ist auch gut. Ich würde jetzt ja sagen... Oh! Ich würde jetzt ja sagen, das ist volle Absicht. Aber es wäre eine Lüge.
So, Herz siamesischer Zwillinge. Disgusting. Aber nehmen wir. Ich verstehe natürlich hier nicht viel. Oh, jetzt sind wir hier. Das ist gut. Au, das ist überhaupt nicht gut. Okay, das soll ein Parry sein. Wunderbar. Ja, wenn wir wollen, haben wir tatsächlich einen guten Damage. Da ist ein Gitter. So, das Ding haben wir jetzt kaputt gemacht. Wächst das nach? Wahrscheinlich nicht. Sehr gut. Okay. Wir haben jetzt wieder etwas gefunden. Das Herz siamesischer Zwillinge. Und jetzt natürlich die große Problematik. What the hell? Was machen wir damit? Okay, wir können nämlich das hier immer noch nicht lösen. Und dann müssen wir mal gucken. Also das Problem ist halt, es sind die ganzen Fragezeichen sind auf der Karte. Aber diese Fragezeichen tilten mich auch des Todes, weil sie mir nicht sagen, was genau da fehlt. Was genau ich da brauche. Ich weiß, dass hier noch irgendwo eine andere Tür ist, die ich noch so ein bisschen bepuzzeln kann. Die ist hier auch irgendwo. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ich muss jetzt ganz kurz suchen. Das ist halt Metroid-mäßig. Normalerweise weiß man ja, ja, jetzt habe ich einen Double Jump. Ja, jetzt kann ich dorthin. Na, jetzt kann ich hier hin. Aber so ist das hier gar nicht. Ich gehe mal ganz kurz nach... nee, warte mal, stopp. Nein. Oh, der will, dass ich mich jetzt, dass ich erstmal ganz kurz das Zeug zurückbringe. Das mache ich auch. Ich gehe jetzt hier runter. Ist halt ein sehr schöner Backtrack. Das müssen wir mal zurückbringen. Wir haben jetzt ja nochmal mehr Tinte gefunden. Und Tinte ist übel wichtig. Ah, das ist es. So. Ein Notizbuch. Jetzt versuchen wir quasi das nächste Rätsel zu lösen. Das bedeutet, wir haben da in der Mitte eine Zahl. Wir beginnen also mit dem. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Wir versuchen, das Symbol da in der Mitte zu machen. Seht ihr das? Da ist es. Boom, Code. Hey, noch eins. Stopp. Das sind drei Codes. Ihr seht das wieder nicht, aber ich sehe das. Ich sehe das durch mein Hyper-Duper-Omega-Lee-Kek-W-Superintellekt. Wir versuchen jetzt, den nächsten Code zu knacken. Das ist nicht leicht. Aber es geht. Boom, wieder Code geknackt. So, jetzt kommt der letzte Code. Der Final Code. Konzentriert euch. Für einige ist es sehr leicht. Für mich, ich denke nicht mal nach. Boom. Code. Ich habe diese Symbole nachgemacht. Ein neuer Bereich. Leute, ich bin gut. Ihr seht das vielleicht nicht, aber ich bin halt einfach eine lebende Legende. Oh oh. Das ist so der Typ in uns. Das ist quasi dieser Venom in uns. Na? Der redet da. Der erklärt dann quasi immer grob, was so passiert. Bruder. Tanky bist du eigentlich. Oh my god. So, wunderbar. Denied. Their disappointment and anger still emanates from this document, Benedict. Benedict. Siehst du, wir finden immer mehr. Was hier so passiert? Die Stimme von dem ist einfach so deep. Guck mal, boom. So, hier nochmal ganz kurz nach links. Weil von da oben kamen wir ja.
Okay, hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu tief rutschen. Okay. So, das ist eklig. Oh, der hat nach mir geschossen. Das ist unangenehm. Ja, die Jump Attacks sind leider sehr, ist schon sehr unangenehm. Der Schuss hingegen ist turbogeil. Ja gut, das Game hat nicht gesagt. Also manchmal sieht man nicht, dass man keinen Double Jump mehr hat. Das ist schon unangenehm. Jetzt habe ich ihn immer noch nicht. Wieder ein neuer Bereich. Backtrack. Wie komme ich denn da runter? Hier ist ein Backtrack da unten. Tor. Das hätte mich erschrocken. Wow. Ich habe keinen Schuss. Ich muss fighten. Ich muss mich hier durchfighten, ich sehe aber nichts. So. Alter, wie der auf mich zucharged. So, das war ein wichtiger Hit. Ich habe keine Heilung mehr. Okay, der ist tot, ne? Ich sehe nichts. Nein, hau mich nicht. Bitte, ich brauche jetzt einen Port. Bitte. Ich will nur leben. Oh, hier geht's schon zurück. Okay, wir müssen ganz kurz komplett zurück. Wir können jetzt aber nicht porten. Also wenn wir so Schleim finden, müssen wir den tatsächlich sehr aktiv zurückgeben. Wir gehen jetzt mal hoch. Wir gehen jetzt mal hoch. Psst. Leute. Ey, safe game. Safe gameplay. So, wunderbar. Oh, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Okay, die respawnen jetzt natürlich. I don't care. Wir müssen eh nochmal nach links. Weil wir haben das hier noch nicht beobachtet. Weil da sind wir jetzt einmal schon durchgeflitzt, ne? Wir haben da unten was. Das ist schwierig. Aber wir gucken erstmal da noch nach links. Da ist nochmal ein Fenster. Oh! Oh, das war eigentlich ein Parry. Bonk. Oder wie tanky der ist. Warum ist er so? Oh! War das wichtig? Ja, es war wichtig. War es wichtig? Ich muss ja die ganze. Also, Leute, das ist ganz schlimm. Das ist wie eine Krankheit, ne? Wenn ich eine Map. Map-Button zur Auswahl habe. Oh. Wait, what? Ich kann hier fighten, während der hier ist. Okay, das ist schon mal sehr gut, Leute. Ey, ich habe übel Fortschritt gemacht. Das kenne ich normalerweise nicht. Also ich kenne es schon, aber nicht so doll. Aber ich bin richtig glücklich. Ich dachte, diese Aufnahme wird übelster Shit. Weil ich weiß ja nicht, ob ich was ein Rätsel löse oder nicht. Schneekugel. Not. Only loneliness. Benedict. Oh, wie der redet. Ey, ich weiß nicht, ob ich einen Double Jump machen kann. Ich hoffe, eure Ohren platzen nicht. Kann ich das dodgen? Okay, ich versuch's, Leute. I try. Habe ich den kaputt gemacht? Ah, ich hatte nicht so viele Versuche, wie ich es gern hätte. Ich wusste jetzt nicht so richtig, was ich machen konnte. Um ehrlich zu sein.
Ich konnte, ich glaube, so hoch kann ich nicht springen, wie der mich hier gern gesprungen lassen hätte wollen tun. Wir gehen da nochmal rein. Ich würde es jetzt gerne noch schaffen. Ich muss mich auch zwischendurch heilen. Ich habe meine AP nicht gesehen. So. Jetzt sind wir da drin. Also, wir können springen. Springen. Aber da können wir nicht springen. Was mache ich gegen diesen Stein? Okay. Au. Habe ich mich geduckt? Ja, ne? Ach, scheiße. Es zählt nicht. Ich renne ja schon. Also, bumm. Was mache ich gegen den Stein? Leute, ich weiß nicht, was ich gegen den Stein tun sollte. Schlagen bringt nichts. Oder vielleicht doch? Ja, doch, Schlagen ist es. Ich hätte den einfach auto-tagged. Das hat nicht gezählt. Wieso nochmal von vorne? Das ist unnötig. Bam. Leute. Kommt mir jetzt hier nicht der Fokus. Ich krieg das hin. Ich renne doch. Ich renne doch. Ah, jetzt kann ich wieder Double Jumpen. Ich schwöre, ich bin gesprungen. Also, ein bisschen Toleranz. Oh, wow. Ey, das war nicht wow. Letzter Versuch. Ich raste gleich aus. Müssen nochmal heilen. So, tot. Sprung. So, jetzt kann ich wieder Double Jumpen, richtig? Ja. Wie? Du musst schon sagen, wenn was nicht zählt. Ich gebe mein Bestes. Das war übelst gut. Das sah zum ersten Mal gut aus. Hat aber nicht gezählt. Geh, Leute, ich nehme alles zurück. Kauf dieses Game nicht. Es ist aber Shit. Ich habe kein Heal mehr. Das muss jetzt einfach der Run sein. Ja, da passt durch. Ja, komm. Okay, jetzt letzter Try. Leute, wenn ich jetzt nochmal verkacke, dann ist Schluss. Das ist ja furchtbar. Hier, the child. Das ist richtig, ja. Jetzt müssen wir das nochmal angucken. Also, ich gebe wirklich mein Bestes. Ich springe gut. Ich finde, ich schlage auch gut. Ich kann meine Pistole nicht nutzen, was ein bisschen sad ist. Und dann werde ich aber auch ganz schön weit wieder zurückgesetzt. Und der motiviert mich auch nicht. Concentration. So, rein jetzt. So, wunderbar. Also, Jump. Jump. Heat. Hit. Heat. So, dann Hit. Jump. Hit. Jump. 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 Ducken. Oh, war das schnell. Können jetzt bitte... Ey, das ist zu krass. Nee, das ist dumm. Dass ich komplett von vorne wieder beginnen muss, ist halt übelster Shit. Und dass das Springen dann nicht mehr geht, ist halt übelster Shit.
Spring geht nicht mehr. I'm sorry. Ich kann ja nichts für. It's not my fault. Leute, ich drücke auch. Ich mache nicht mal eine Pause. Okay, das war lucky. Ich habe gedrückt. Ich probiere jetzt parieren. Wir gucken jetzt, ob Parry geht. Das zählt nicht. Wollen wir nochmal. Okay. Okay. Ich sag mal so viel. Parryen geht, hat aber seinen Preis. So. Ey, jetzt komm! Leute, er will nicht! Er ist gegen mich! So. Okay, das war close. Oh, oh. Ja, nee, wir müssen laufen. Letzter Try. Danach ist Schluss. Danach hören wir auf. Also ich gebe hier schon mehr als mein Bestes. So. Renn, Junge. Wir müssen da drüber springen, weil sonst beißt er uns. Ich mach das gut. Ich mach das schon die ganze Zeit gut. What? Der ist zu nah dran. Nee, ich hab's gesehen. Okay, letzter Versuch. Wir haben ja gar keine Leben mehr. So. Ey, wenn der noch einmal sagt, dass ich... Wenn der noch einmal sagt, dass ich rennen muss. What? Okay, das war einfach nur Killer-Instinkt von mir. Das war einfach scheiße. Okay, letzter Versuch. Wie viel Leben habe ich denn noch? Jetzt wirklich letzter Versuch. Leute, ihr... Ey... Ich mach das übelst gut. Ihr braucht nicht den Mund aufzumachen. Diese scheiß Puzzle Games. Das ist kein Puzzle. Der hat's gegessen. Das zählt nicht. Also ich hatte ja gar keine Chance. Okay, jetzt machen wir's so. Wir machen jetzt einen letzten Versuch, weil das übelst gut von mir war. Und weil ich keinen Kaffee mehr habe. Und weil ich hier noch keine... Es ist wirklich... Es ist jetzt... 57. Das ist jetzt mein letzter Versuch. Sonst deinstalliert ihr alles. Okay. Wir gehen da jetzt rein. Und wir brechen ab. Ja, what's inside? Lass mich jetzt mal rein. So, los geht's. Keine Hesitation. Jump. Jump. Block. Jump. 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 Jetzt habe ich Double Jump. Jetzt kann ich Block. Jump. Block. Jump. Jump ist immer gut, weil dann verliere ich keine Zeit. Aktuell habe ich das Gefühl, dass er schon sehr nah an mir dran ist. So, das war Throw. Das war sehr schnell. Aber ich habe darauf... Meiner Ansicht nach sehr gut reagiert. Das war ein guter Stein. Das hat gezählt auf einmal. Da werde ich sauer. Da werde ich fuchsteufelswild. So. Oh, oh, Alter, das bricht hier alles hinter mir auseinander. Ey, das ist random. Es ist random. Es ist random. Ich kann nicht mehr. Ich mache alles richtig, aber ich fühle mich betrayed. So, da müssen wir drüber. Da müssen wir so machen. Alter, der beißt mir alles unten drunter weg.
So, guck mal. Auf einmal zählt es nicht. Der ist sehr nah dran. Ist zu nah. Ist zu nah. Wir haben es geschafft. Tschüss. War schön. Ihr kauft das. Haut da rein.